Mahlzeit Leute, hallo, willkommen bei Lychnoros Erotica und einem neuen MechWarrior Online Video, seit langem mal wieder. Und einer Mech-Vorstellung eines neuen Babys, was ich mir gegönnt habe. Und ihr seht es schon anhand des, ja, der Armory, des Loadouts, des Layouts, des Chassis. Es ist mal wieder ein Kataphrakt. Und zwar ist es der letzte Kataphrakt, der mir noch gefehlt hat. Also ich habe jetzt im Prinzip jeden Kataphrakt, den es gibt. Ich liebe diesen Mech, ihr merkt schon, das ist so ein bisschen mein Favorit. Und zwar ist es der Kataphrakt 4X. Ich habe das Ding schon mal besessen, habe es damals wieder verkauft, weil es so unglaublich schwerfällig und langsam war. Jetzt habe ich ihn mir wieder zugelegt und muss ganz ehrlich sagen, auf einmal finde ich ihn geil. Ich habe am Anfang immer übelste Probleme gehabt mit den Kataphrakts allgemein und als ich mich dann mit dem 2X eingespielt hatte, fand ich sie auf einmal recht gut. Und jetzt, wo ich den 4X als letzten mir geholt habe, muss ich ehrlich sagen, ist das Ding richtig, richtig geil. Jetzt weiß ich allerdings auch, wie man das Ding richtig spielt. Kataphrakt 4X, wer Nick kennt, das ist ein 4 Ballistics, 2 Energy, ne halt 3 Energy, Mops, doch 4 Ballistics, 2 Energy, ein Missile Layout Chassis. Und zwar ist der ja, bekannt, sage ich mal, für sein Duckerbild mit den 4 AC5ern. Das ist im Prinzip das klassische Loadout bei diesem Mech und genau das habe ich auch eingebaut, weil ich es einfach geil finde. Das ist... Der Mech ist im Prinzip dafür bekannt, das ist so ein bisschen sein Signature-Layout, sage ich jetzt mal. Der hat auch ein bisschen die Quirks in die Richtung, man kann ja mal kurz in die Quirks reingucken. Und zwar hat er erstmal allgemein Ballistic Range und Ballistic Cooldown, ne, die wichtigsten Sachen. Und dann zusätzlich für die AC5 nochmal die Velocity, Ballistic Velocity allgemein zwar auch, aber... Also die AC5 ist schon richtig, richtig fast mit dem Ding, beziehungsweise die Geschosse mit dem Ding sind richtig schnell. Die Cooldown-Sachen und das alles ist allgemein gequirkt, das heißt, man könnte ihn theoretisch auch mit anderen Loadouts fahren, aber der AC5er ist halt einfach, der Quad AC5 Loadout ist der klassische, sag ich mal, das ist das Geilste, was man mit dem Ding eigentlich machen kann. Ich habe dann noch zusätzlich zu diesen Quirks das Cooldown-Modul für eine AC5 reingebaut und damit hat das Ding eine extrem hohe Feuerrate mit den AC5ern. Das ist ein richtig geiles Duckerbild, der macht, wenn er freie Sicht auf sein Ziel hat und schießen kann, ohne jetzt selber bedroht zu sein, auf gut Deutsch, macht das Ding unnormalen Schaden in relativ kurzer Zeit. Bläst zwar auch relativ schnell durch die Ammo durch. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5 Tonnen Ammo. Das müssten 225 Schuss sein. Ist nicht so viel. Ich habe zwei Backup Medium Laser mit eingebaut als zusätzliche Feuerunterstützung. Die kann man rausschmeißen und pur auf AC5 gehen. Also quasi nochmal 60 Schuss mehr einpacken. Sollte ein Match mal ein bisschen länger gehen, wird man nämlich mit den 225 Schuss Ammo, wie ich es jetzt habe, an die Grenzen kommen. Und müsst ihr selber wissen, müsst ihr ausprobieren. Bis jetzt läuft das bei mir relativ gut. Ihr seht, ich habe auch nur eine 250er Engine drin. Erstmal grundsätzlich dazu, Ballistic Loadout bei dem Mech, wenn ihr 4 AC5er einbaut, müsst ihr eine XL Engine nehmen, ansonsten wird das Ding zu lahm. Keine Ahnung, was die größte Standard-Engine ist, die ihr hier einbauen könntet mit 4x AC5ern, aber es ist nicht viel. Das Ding wird sonst viel, viel zu langsam. Maximale Engine in dem Ding ist eine 255. Eine 250 hatte ich rumliegen, also habe ich sie genommen. Der Speed-Unterschied zwischen der 50er und der 55er ist mir ehrlich gesagt Wumpe. Außerdem waren mir die Seabills zu schade, um mir die größere zu kaufen. Ihr könnt... Wie gesagt, das Ding, wenn ihr Quad AC5 Loadout fahrt, könnt ihr im Prinzip nur eine XL benutzen, alles andere macht das Ding zu langsam. Und damit ist er natürlich relativ squishy und ja, ihr müsst ein bisschen vorsichtig mit dem Ding spielen. Wenn ihr getroffen werdet oder wenn ihr unter Beschuss genommen werdet, ist relativ schnell Ende im Gelände mit dem Mech, weil ihr dann, ja, durch die XL Engine, Seitentorso, so viel Panzerung hat der Kataphrakt da jetzt nicht. Und wenn euch die Leute sehen, die meisten Leute wissen, aha, das ist ein 4X, aha, der hat 4x IC5, also hat er eine XL-Engine. Viele Leute zielen dann auch explizit auf eure Seitentorso, versuchen das zumindest. Und wenn sie das schaffen, seid ihr relativ schnell tot, also spielt ein bisschen defensiv. Die AC5er haben ja eh eine relativ große Reichweite, mit den Quirks zusammen habt ihr damit im Prinzip die Möglichkeit, richtig schön aus der hintersten Reihe zu feuern, sofern die Schussbahn frei ist. Und ja, müsst halt allgemein ein bisschen defensiver spielen. Ihr seid relativ langsam, das heißt, ihr werdet sowieso nicht die Ersten am Schlachtfeld sein. Und ja, einfach entsprechend Positioning, ganz wichtig bei dem Mech, damit ihr möglichst lange im Kampf bleibt und dann halt, wie gesagt, die Feuerpower, die das Ding nun mal hat,
auch volle Kanne ja, raushauen könnt. Wie gesagt, das Quad AC5 Loadout ist so ein bisschen das einzig, also ich will nicht sagen das einzig sinnvolle, aber das bekannteste Loadout von dem Mac. Es gibt noch ein zweites Loadout, was ich mal testweise in das Ding übers MacLab eingebaut habe, ohne es zu kaufen, sondern einfach nur mal installiert, um zu gucken, ob das funktionieren würde. Und das ist meines Erachtens nach das einzige zweite Loadout, was auch wirklich Sinn machen würde. Und zwar ist das maximale Standard Engine, 2 AC10er, Medium Laser, SRM und ich glaube, ich hatte sogar noch ein EMS drin. Das kann ich euch dann im Prinzip auch nochmal zeigen. Also statt 4 AC5er nehmt ihr da 2 AC10er, habt dadurch Gewichtsersparnis, könnt eine Standard-Engine einbauen, habt immer noch die Medium-Laser drin, ihr könnt hier, glaube ich, sogar eine Rakete reinkrachen. Hattet unterm Strich ungefähr dieselbe Firepower. Ich glaube, Hitzeeffizienz war ein bisschen schlechter, müssen wir dann nochmal gucken. Aber das ist halt das einzige Zweitlayout, was ich gefunden habe, was mit dem Mac Sinn machen würde. Alle anderen Loadouts machen für mich persönlich relativ wenig Sinn. AC2 könnt ihr komplett knicken, finde ich, ist total sinnfrei. 4 AC2er machen einfach keinen Schaden. Die schießen zwar extrem schnell und ja, sind sehr nervig für den Gegner, machen aber keinen Damage und erzeugen relativ viel Hitze dafür, dass sie keinen Schaden machen. Was ich noch gesehen habe bei dem Mac, wo ich auch mal überlegen müsste, ob das Sinn macht aufgrund dieser allgemeinen Quirks, ist Doppelgauss. Doppelgauss in dem Mac könnte ich mir vorstellen, das könnte noch ganz passabel sein. Einfach aufgrund der Quirks. 12,5% Cooldown allgemein. Ist ziemlich geil. Range, ja, haben die Gauss eigentlich so schon genug. Man müsste gucken, ob Doppelgauss vielleicht Sinn macht. Allerdings sind die Ballistik-Slots auch in den Armen, damit sind sie relativ tief. Und das wiederum ist für, ja, für Snipen eigentlich relativ schlecht, weil ihr relativ viel von eurem Mac zeigen müsst, bevor ihr snipen könnt. Und die Gauss sind ja eher so die Sniper-Waffen. Das heißt, Doppelgauss weiß ich nicht so richtig. Könnte vielleicht Sinn machen. Aber Letter bin ich jetzt noch nicht so online. überzeugt davon, würde ich vielleicht irgendwann mal Sensors ausprobieren, einfach um es zu online. testen. Weapons online. Aufgrund dieser Quirks könnte es sein, dass die Gauss dann All einen relativ systems niedrigen Cooldown ready. haben und das könnte ziemlich geil sein. Aber ansonsten, wie gesagt, das Quad AC5 ist eigentlich das bekannteste und das Doppel AC10 Loadout machte auch Sinn. Zumindest sah es in der Theorie so aus, weil es halt, Target acquired. ja, weil es halt einfach ein bisschen stabiler ist. Ne? Ihr hattet eine Standard-Engine. Zeige ich euch dann, wie man das theoretisch machen könnte. Das wäre so ein bisschen die tankigere Variante, die brawlere Variante von dem Mac. Aber jetzt gehen wir mal ins Game rein. Quad AC5. Schön im Duckerbild, schön in Reihe geschalten. Ihr seht, ich habe das hier auf den Gruppen 1 und 2. Zwei rechts, zwei links. Und ja. Es gibt einen relativ guten Alpha. 20 Pinpoint-Schaden, wenn ihr einen Gegner vor euch habt, wo ihr relativ schnell relativ viel Schaden machen wollt, einfach Alpha Strike rein. Und wenn ihr Cockpit shaken müsst, einfach Dagger an, also schön Dauerfeuer rechts, links und dann könnt ihr den Leuten richtig auf den Sack gehen. Und genau das werde ich jetzt versuchen, in der Hoffnung, dass wir hier nicht bei Zeiten Artillery auf die Schnauze kriegen. LRMs sind zumindest schon mal was, das ich absolut nie leiden kann. Vor allen Dingen, wenn ich sie abkriege, ohne dass ich selber im Target bin. Ich muss mich da, wie gesagt, jetzt so ein klein wenig zurückhalten. Und gucken, dass ich irgendwas vor die Furzel kriege, auf das ich schießen kann. Die besten Games, also ich hatte Games mit dem Mac, da habe ich, keine Ahnung, 700, 800 Schaden in relativ kurzer Zeit gemacht. Das sind dann meistens so Spiele, wo irgendein Heavy Mac oder irgendein Assault Mac vor dir auftaucht und aber nicht auf dich feuert. Also sprich, ihr habt auf einmal einen Atlas vor euch stehen, der aber euch selber nicht im Target hat, sondern der auf irgendjemand anderen schießt und der euch im Prinzip in Ruhe lässt und ihr dann im Prinzip die ganze Zeit auf den schießen könnt. Das ist so, da fühlt sich der Mac wohl. Das gefällt dem.
Weil dann könnt ihr eure Firepower volle Kanne in den Typen reindrücken. Ohne euch Gedanken machen zu müssen, ob ihr selber was abkriegt und ohne jetzt großartig defensiv stehen zu müssen, sondern einfach nur schießen. Und dann könnt ihr richtig viel Schaden mit dem Ding machen. Das, was ich jetzt gerade mache, hier so außenrum an vorderste Front, das sollte man eigentlich machen. Genau deswegen. Ich habe hier niemanden für Backup. Das ist schlecht. Ihr seht, ich habe jetzt schon den roten Front, roten Center. Das ist nicht so gut. Ja, dann haben wir hier irgendwelche snipenden Lights. Das ist natürlich richtig kacke. Overall haben wir hier eine richtig beschissene Position. Das ist alles schon wieder kacke. Die Gegner schießen von allen Seiten auf uns ein. Das gefällt mir wirklich nicht. Vor allen Dingen, wir sind schon wieder völlig im Arsch hier. Nicht gut. Gar nicht gut. Target acquired. Vor allen Dingen, weil wir Stück für Stück immer weiter weggepickt werden. Target destroyed. New target acquired. Ich werde jetzt einfach mal gucken, dass ich hier so viel wie möglich Schaden noch raushaue. Wir werden das Game wahrscheinlich verlieren. Ihr seht, was das für ein Biest ist, wenn die Leute euch einfach nicht im Target haben. Das Ding haut richtig Damage raus. Ich hatte jetzt hier gerade im Prinzip Glück, dass die Gegner, also die ersten zwei, die ich gesehen habe, die waren schon beschädigt und die haben mich auch Gott sei Dank nicht gesehen und haben auch nicht auf mich geschossen. Und der Enforcer hatte Gott sei Dank nicht die nötige Firepower, um mir hier großartig gefährlich zu werden. Aber meine Fresse, das ist die Stärke von dem Mech. Zieht auf die Leute durch und wenn ihr nicht selber in Bedrängnis seid, sprich selber nicht beschossen werdet, dann ist das Ding richtig stark. Gucken wir mal, wie viel Schaden ich jetzt in der kurzen Zeit gemacht habe, denn so lange war ich ja eigentlich gar nicht im Kampf. 560, fast 570 Schaden. Verteilt auf 4 Mechs. Das ist das, was ich meinte. Das Ding ist richtig geil. Richtig dick. Wären die Gegner jetzt nicht so schnell gestorben und ich hätte länger drauf schießen können, wären hier auch schnell mal 600, 700, 800 Damage zusammengekommen. Das ist, wie gesagt, das Geile an dem Mech. Der kann richtig reinballern. Mal kurz auf die Stats, was haben wir denn hier alles? Killing Blow, ja. Na, hat sich doch gelohnt. Premium Time ist, glaube ich, auch gerade aktiv. Es gibt gerade wieder so ein kleines Event zu Halloween, wo man ein bisschen Bonus oder eine Chance hat, auf Bonus-Items freigeschaltet zu kriegen. Und da waren schon ein oder zwei kleine Premium Times dabei, die ich da freigeschalten habe. Aber wie gesagt, Dakar, richtig geil. Quad AC5, wenn ihr unbeaufsichtigt im Prinzip seid und richtig hemm auf die Gegner gehen könnt, dann ist dieses Ding richtig stark. Und das war eine relativ warme Map, deswegen hatte ich gegen Ende noch Hitzeprobleme. Ich hätte mal mehr Schaden machen können, wenn ich die Medium Laser noch mit eingesetzt hätte, aber dann wäre es hitzemäßig problematisch geworden. Ja, so war es trotzdem ziemlich geil. Und jetzt zeige ich euch mal kurz, was ich mit dem alternativen Loadout meinte, von dem ich meine, dass es auch noch Sinn machen könnte, und ich habe auch schon im Forum gelesen, bei MaxBex, dass dieses Loadout wohl auch ganz passabel sein soll. Ich werde es nicht speichern, ich mache es einfach nur mal fix testweise rein. Und zwar besteht das Loadout... Ja genau, jetzt sagte mir halt, dass ich das zwar machen kann, aber dass ich nicht genug Geld hätte, um es zu speichern, das ist mir aber egal. Besteht das Loadout im Prinzip daraus. Medium Laser. Also jetzt müsste ich die XL in eine Standard Engine umtauschen. Genau, da kann man nämlich auch maximale Engine Größe einbauen. Das heißt, ihr seid jetzt ein bisschen stabiler im Kampf. Ne? Gerade eben hatte ich einfach nur Glück, dass mich niemand angegriffen hat und mir niemand die Seitentorsi weggeschossen hat. Und jetzt müssten wir noch ein kleines bisschen Ballistik Ammo reinbauen. Die AC-10er haben jetzt 20 Schuss. Zwei Stück habe ich. Ich würde mal 60 Schuss mitnehmen.
Bei einer SRM4 würden vermutlich 100 Schuss reichen. Das müsste dann ungefähr so aussehen. Ja, und jetzt hätte man die Möglichkeit, ja, wahrscheinlich einfach noch ein bisschen Double Heatsinks reinzubauen. Also es ist jetzt nur ein grober Vorschlag. Ungefähr so würde das alternative Loadout, was ich vielleicht mal probieren würde, aussehen. Die Hitzeeffizienz ist immer noch ziemlich geil. Die Quirks, die das Ding dann hat, die allgemeinen Ballistic Range Cooldown und Velocity Quirks, die zählen ja auch auf die AC-Zähner. Das heißt, ihr habt auch mit den AC-Zähnern habt ihr dann 12,5% weniger Cooldown plus nochmal 12% vom Modul, dann sind die Dinger irgendwo bei knapp 2 Sekunden. So um die 2 Sekunden Cooldown rum. Sind eigentlich richtig gut, was den Damage angeht, haben dann auch eine ordentliche Range. Und die Medium Laser und die SM4er im Nahkampf als Backup, dazu die Standard Engine, die euch ein bisschen stabiler macht. Also das ist ein Loadout, das könnte ich mir noch vorstellen, ist bei dem Mac auch richtig, richtig geil. Werde ich vielleicht mal probieren irgendwann, wenn ich mal das Geld über habe für eine STD in der entsprechenden Größe. Und ich glaube, AC-10er habe ich im Moment auch keine über. Das vielleicht als Alternative, aber ja, im Moment muss ich ehrlich sagen, habe ich mit dem Ducker Loadout einfach viel zu viel Spaß. Weil das ist zum Beispiel wieder einer dieser Mechs gewesen, als ich angefangen habe, den zu leveln. Da habe ich schon während des Levelns, als das Ding noch nicht mal seine Basics freigeschalten hatte, hatte ich schon richtig geile Spiele bei. Und es ist einfach stark. Wie gesagt, CTF 4X, gerne mal ausprobieren. Es ist lahm wie Sau, aber es macht Schaden. Und ja, ich habe damit viel Spaß und ich hoffe, euch gefällt es auch, beziehungsweise ihr hattet Spaß an dem Video und würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder sehen. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut, euer Lichtnurus, aka Rodiger. Haut rein, ciao.